Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im vierten Vortragsblock auf der Bühne 2 am ersten Tag bei der Foskes-Konferenz 2021 virtuell in Rapperswil. Auch in diesem Vortrag geht es um OpenStreetMap und Naturschutz, aber diesmal speziell in Nationalparken. Es ist natürlich schön, wenn die Nationalparke auch sehr detailgetreu in OpenStreetMap eingetragen werden, aber das kann natürlich dazu führen, dass bestimmte Wege deutlich mehr frequentiert werden und dass sich Druck auf die Fauna und Flora ausüben in den Nationalparken. Wie man dieses Problem vielleicht auflösen kann, auch mit der Community, das erklären uns jetzt Anne Seltmann und Julia Zink von den Nationalparken Sächsische Schweiz und Bayerischer Nationalpark. Bühne frei. So, hallo, wir freuen uns sehr, dass Sie hier auf der Foskes-Konferenz dabei sein können und möchten in diesem Vortrag über OpenStreetMap in Nationalparken über unsere Erfahrungen berichten und welche Chancen, Folgen und Herausforderungen uns bei der Arbeit mit OSM begegnen. Mein Name ist Julia Zink, ich arbeite im Nationalpark Bayerischer Wald und später wird Anne Seltmann übernehmen. Sie arbeitet im Nationalpark Sächsische Schweiz und wir beide sind zuständig für digitales Besuchermanagement und beschäftigen uns deshalb viel mit OSM. Insgesamt gibt es in Deutschland 16 Nationalparke, die insgesamt rund 0,6% von der Landfläche Deutschlands ausmachen. Nationalparke allgemein sind großflächige Schutzgebiete, in denen der Schutz der Natur Vorrang hat. Es gilt also das Motto Natur, Natur sein lassen. Das heißt, dass sich die Natur weitgehend ohne menschlichen Eingriff entwickeln kann und so ganze Prozesse, die in den Ökosystemen ablaufen, geschützt werden. Weitere Ziele sind Forschung, Umweltbildung und Erholung. Der Mensch ist also willkommen, die Natur im Nationalpark zu erforschen, zu beobachten und zu erleben. Generell wächst in den letzten Jahren der Druck auf die Natur, sowohl in Schutzgebieten als auch außerhalb. Besonders an Spitzentagen wie an Feiertagen, Wochenenden, in der Ferienzeit oder bei schönem Wetter werden viele Ausflugsziele ja regelrecht überrannt. In der Folge kommt es dann zu einem Verkehrschaos, überfüllte Parkplätze, viel Verkehr auf den Wanderwegen und einem hohen Potenzial für Konflikte, sowohl zwischenmenschlich als auch Konflikte zwischen Mensch und Natur. Und besonders in Nationalparken wird es durch den zunehmenden Freizeitdruck immer schwieriger, sowohl Naturschutzziele als auch das Ziel der Erholung erfüllen zu können. Dazu kommt dann noch das Voranschreiten der Digitalisierung. Für viele Nationalparkbesucher und Outdoor-Sportler allgemein ist mittlerweile das Internet zu einem der wichtigsten Medien rund um den Ausflug in die Natur geworden. Wichtiger Bestandteil dabei sind digitale Kartenanwendungen, Tourenportale und Navigations-Apps, mit denen man Touren suchen, aber auch individuell planen und im Gelände navigieren kann. Eine Umfrage vom Deutschen Wanderverband aus dem Jahr 2018 hat gezeigt, dass viele Wanderer unterwegs Anwendungen zur Navigation und zur Standortbestimmung nutzen. Karten sind da also von ganz zentraler Bedeutung. Und die wichtigste Datengrundlage für die allermeisten Websites und Apps mit irgendeiner Art von Karte ist OpenStreetMap. Deshalb interessieren sich auch immer mehr Schutzgebietsverwaltungen für OSM und möchten zu einer möglichst korrekten und vollständigen Datengrundlage beitragen. OSM bietet ja bereits eine sehr detaillierte Datenbank, wodurch sich auch viele Chancen und Vorteile ergeben. Insgesamt ist unter Wanderern das Interesse an der Nutzung von digitalen Medien sehr groß. Also fast 60% von den Befragten aus dieser Wandertourismusstudie sind interessiert an mobiler Navigation und möchten das auch gerne anwenden. Da bietet OSM eigentlich sehr gute Grundvoraussetzungen. Die allermeisten Apps und Online-Karten basieren auf OSM-Daten und durch die hohe Genauigkeit und detailgetreue Abbildung von Schutzgebieten und Wegen können sich Besucher relativ leicht orientieren, Touren planen und im Gelände navigieren. Da OSM auch ein offenes Projekt ist, können auch Schutzgebietsverwaltungen aktiv werden und die Datenbank bearbeiten. Durch richtiges Tagging kann man zum Beispiel Regeln einspeisen, die dann dadurch wiederum Einfluss nehmen auf viele Tourenplaner, die dann die entsprechenden Wege vermeiden oder andere Wege bevorzugen oder wie bei diesem Beispiel hier von Komoot auch Hinweise ausspielen. Das richtige Tagging ist allerdings oft gar nicht so einfach für uns. Es gibt verschiedene Regeln und Betretungsrechte,
zum Beispiel Wegegebote, aber auch zeitliche Einschränkungen, Einschränkungen für bestimmte Nutzergruppen wie Radfahrer oder komplette Betretungsverbote. Dazu kommen dann oft noch Zonierungen innerhalb von den Schutzgebieten, woran sich solche Regeln orientieren können. Dann gibt es noch in vielen Schutzgebieten Wegekonzepte oder Besucherlenkungskonzepte. Darin sind meistens offizielle markierte Wegenetze festgelegt, die in Abstimmungsprozessen mit Gemeinden oder anderen Interessensverbänden festgelegt worden sind. Dabei wird auch immer das Ziel verfolgt, Besuchern attraktive Wegführungen und Naturerlebnisse zu ermöglichen und gleichzeitig störungsfreie Rückzugsräume für bedrohte Arten zu schaffen. In OSM werden aber häufig Wege dargestellt, unabhängig von solchen Verordnungen oder Wegekonzepten. Und häufig ist schon die reine Darstellung von Wegen ein Problem, weil dadurch werden Besucher dazu animiert, diese auch zu nutzen. Und Regeln werden dabei eben häufig ignoriert oder sind einfach nicht bekannt. Die Folgen von so einer verstärkten Nutzung sind vielfältig und werden vor allem abseits vom markierten Wegenetz sichtbar. Erosion und Trittschäden sind dabei ein großes Thema. Auf dem Bild ganz links ist ein Beispiel von der Sächsischen Schweiz. Es ist ein illegaler Trampelpfad ins Nichts, also es ist wirklich eine Sackgasse, schon mit vielen Trittschäden im Wurzelbereich. Auf dem anderen Bild hier, das ist im Hochmoorbereich im Bayerischen Wald. Der Weg hat sich da schon stark verbreitert und es gibt eben Trittschäden an der sensiblen Vegetation. Beim nächsten Bild das gleiche Thema. Und beim nächsten Bild wurde sogar eine komplette Fläche zertreten, obwohl dort ein Betretungsverbot herrscht. Der Wegklapp war fälschlicherweise in OSM als Kletterzustieg eingetragen. Und an den Felswänden, die da unterhalb liegen, wäre eigentlich ein geeigneter Brutplatz für Wanderfalken, die es natürlich bei den Bedingungen und den vielen Störungen schwer haben. Eng damit im Zusammenhang steht auch das Thema Trail Widening. Das hier ist ein Beispiel, wie sich der Wanderweg von 2004 bis 2021 verändert hat. Das ist ein Kletterzustieg, der früher nur von wenigen Kletterern genutzt wurde. Heute wird er aber von vielen, vielen Wanderern als Wanderweg genutzt. Und die Vegetation hat sich da im Felsbereich schon deutlich zurückgebildet. Weiteres Problem ist die Entstehung von illegalen Pfaden und Steigen. Hier auf dem linken Bild, ich hoffe, man kann es erkennen, da wurde von Dritten ohne Erlaubnis Steighilfen angebracht am Fels. Dadurch hat der Weg in OSM natürlich eine Daseinsberechtigung. Obwohl der in der Kernzone vom Nationalpark liegt und seit 20 Jahren gesperrt ist. Auf dem anderen Bild hat sich ein illegaler Trampelpfad gebildet, der wurde bereits vor Jahrzehnten aus der Nutzung genommen und der natürlichen Sukzession überlassen. Bis vor wenigen Jahren war der Weg eigentlich schon fast komplett zugewachsen, heute ist er wieder deutlich und klar erkennbar. Und insgesamt kommt es zu einer recht starken Zerschneidung von Lebensräumen, auch durch diese starke Wegenutzung in allen Bereichen vom Nationalpark. Ich habe jetzt mal ein Beispiel aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Der Nationalpark hat insgesamt eine Fläche von rund 24.000 Hektar und das markierte Wegenetz umfasst über 500 Kilometer. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Störreize, die von Menschen ausgehen, zum Beispiel durch optische oder akustische Reize, ungefähr 50 Meter beidseits vom Weg in die Fläche reinreichen, dann verringert sich diese Fläche schon um rund 5.000 Hektar. Wenn man jetzt dieselbe Berechnung durchführt und dabei alle Wege einbezieht, also auch die nicht markierten und teilweise illegalen Wege und Pfade, dann wird diese Fläche nochmal deutlich kleiner und verringert sich auf rund 15.500 Hektar, die da noch übrig bleiben. Und man sieht auch schon, wie kleinteilig und fragmentiert die ganze Fläche dann wird. So bleiben eben für seltene Arten wie Auerhuhn, Wanderfalke oder Luchs kaum noch störungsfreie Rückzugsräume für die Brut, für die jungen Aufzucht oder auch für die Winterruhe. Die Folgen sind jetzt nicht ausschließlich auf OSM zurückzuführen, aber insgesamt dieses Gesamtkonstrukt aus zunehmendem Freizeitdruck, der Digitalisierung im Outdoorsport und der verstärkten Nutzung von digitalen Karten trägt eben dazu bei. Vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle weitermachen. Danke an meine Vorrednerin Julia. Und ja, das ist natürlich, das stellt uns vor große Probleme von Seiten der Nationalparkverwaltung, die wir für den Schutz der Nationalparke da sind und angestellt worden sind. Ist es natürlich am besten, wenn illegale Wege gar nicht erst bei digitalen Karten und Tourenportalen erscheinen würden, weil alleine schon deren Existenz in den Tourenportalen die Besucher dazu verleitet, diese auch zu gehen.
Aber andererseits ist uns natürlich auch sehr bewusst, dass es Regeln gibt, die bei der OSM-Community gelten, vor allem die On-the-Ground-Regel, und dass es einfach nicht möglich und nicht zulässig ist, einfach Wege großflächig rauszulöschen, wenn sie noch im Gelände existieren. Ja, was haben wir getan? Das war natürlich eine sehr schwierige Aufgabe am Anfang, die wir da bekommen haben. Und zum Anfang haben wir Kontakt mit dem Ansprechpartner für Behörden aufgenommen, mit dem Joachim, der uns erstmal informiert hat, was es schon so für Arbeiten gab von Nationalparken in OSM und wie das gelaufen ist. Er hat uns auch mit Links versorgt zum OSM-Wiki, auch zu dem Tutorial, zu den Einstiegen in OpenStreetMaps, sodass wir uns erstmal gut informieren konnten, was OSM eigentlich ist, was es alles kann, wozu es da ist. Und dass es einfach auch so viel mehr ist als nur eine Karte, sondern eine riesengroße Datenbank. Wovon wir auch erfahren haben, sind diese Diskussionsforen. Die sind ja total toll. Da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Man kann ja da Fragen stellen. Es wird konstruktiv mitdiskutiert zum Tagging. Und die lokalen Mapper sind da auch wirklich sehr engagiert, sich da auszutauschen. Und was auch sehr schön ist, sind die Stammtische. Pandemiebedingt ja leider nur online, aber bald hoffentlich auch wieder in echt, wo man auch sehr gut ja, sich austauschen kann zum richtigen Tagging und zum richtigen Mappen und was es eigentlich sonst noch für Projekte alles gibt in OpenStreetMap. Ja, und unser Ansatz war dann relativ schnell klar. Wir haben gelernt, dass Wege löschen in der OpenStreetMap-Datenbank so gut wie keine Option ist, aber dass es die Lebenszyklus-Tags gibt. Besonders interessant für Nationalparks ist da Abandoned Highway oder Disused Highway für Wege, die ja nicht mehr unterhalten werden, die schon renaturiert sind und kaum noch sichtbar für Abandoned, und für Disused Highway für die Wege, die sichtlich verschlossen sind. Ich habe diesen Ansatz versucht, dann den Nationalparkverwaltungsmitarbeitern dann auch mitzuteilen, und das gab natürlich dann erstmal ein großes Erschrecken, dass man dann so viel machen muss, dass man einfach den Weg nicht rauslöschen kann, sondern dass man den nur für die meisten Navigationsportale unsichtbar machen kann, wenn man den auch wirklich auf der Fläche deutlich verschließt, wenn er vorher noch erkenntlich war. Und so haben wir uns da auf die Kernzone in der Sächsischen Schweiz konzentriert. Die ist 25 Quadratkilometer groß und dann auch noch auf verschiedene Gebiete verteilt. Also es sind schon relativ kleine Areale, die es da gibt. Und in diesen 25 Quadratkilometern gibt es 90 Kilometer illegale Wege. Das sind leider mehr, als es legale Wege gibt. Und von diesen wurden dann 15 Kilometer deutlich verschlossen oder waren schon nicht mehr im Gelände sichtbar. Und dann hat die Nationalparkwacht mir immer fleißig Fotos geschickt, die georeferenziert waren. Und diese Wege habe ich dann entsprechend in der OSM-Datenbank getaggt. Dann kam aber leider das Problem, dass meine Änderungen zum Großteil nicht akzeptiert worden sind. Manchmal wurden sie ohne Kommentar einfach so rückgängig gemacht. Und insgesamt waren das 10 von diesen 15 Kilometern Wege, stand vorgestern ungefähr. Ja, wie gesagt, manche Mapper machen das dann einfach ohne Kommentar. Es gab aber zum Teil auch sehr unsachliche Diskussionen oder Angriffe. Ich denke auch, dass manche Mapper die Lebenszyklus-Tags nicht kennen oder generell der Nationalparkverwaltung misstrauen. Das würde ich aus solchen Kommentaren schließen wie Stupid Nationalparkverwaltung, this trail is clearly not disused. Oder manchmal auch war der Kaffee schlecht, was dann leider wirklich die neutrale Diskussionsgrundlage verlässt. Ich habe dann versucht, Kontakte mit den Mappern aufzunehmen, um das Vorgehen zu erklären, die Lebenszyklus-Tags zu erklären. Aber leider wurden die Gespräche dann auch abgeblockt, wenn es dann dahin ging zu Telefonaten oder in der Fläche treffen, um sich die Wege anzuschauen, gab dann leider keine Rückmeldung mehr. Bei Einzelnen schon, bei anderen leider nicht. Und es gab sogar einen Brief an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sich dann, wo sich ein Bürger beschwert hat über meine Aktivitäten bei OpenStreetMap. Ja, das war natürlich erstmal ein herber Rückschlag. Es gab aber sehr, sehr große Unterstützung durch den Joachim, den Ansprechpartner für Behörden, und auch durch den Dresdner Stammtisch. Joachim hat Kontakt zu den Mappern aufgenommen und auch vermittelt. Wir haben auch beim Stammtisch dann nochmal über die Problematik Naturschutz und OSM-Regeln gesprochen. Aber ich denke, es ist keine Dauerlösung, wenn man diesen Stammtisch dafür nutzt, um dort quasi eine neutrale Basis oder eine gesicherte Plattform zu bieten, um da zwischen Nationalparkverwaltung und Mappern zu vermitteln.
Ich hatte auch den Eindruck, dass es dann eher Mapper sind, die noch nicht so lange dabei sind, nicht die langjährigen, sondern eher die, die wirklich ja, den Nationalpark nicht akzeptieren, die sich dann halt seit Kurzem engagieren und auch natürlich sehr, sehr zielgerichtet engagieren. Man kann eigentlich sagen, es gibt den Kampf um verbotene Wege. Früher war der nur im Gelände, da wurden halt ja Wege freigeschnitten, Steigeisen angebracht, es wurde darauf dazu aufgerufen, die zu begehen. Und jetzt ist ja auch online, dass halt systematisch ja, Änderungen rückgängig gemacht werden. Und einige Menschen wollen, dass alle Wege in den digitalen Karten vorhanden sind. Ja, wir haben da noch mehr Herausforderungen. Im Gelände gibt es schon über 200 von diesen Kernzonenschildern. Da steht drauf, dass es nur erlaubt ist, die Wege zu begehen, die auch markiert sind. Aber dann gibt es sehr findige Leute, die dann einfach hinschreiben zur Aussicht. Oder es gibt auch Graffiti-Markierungen, die dann Wege markieren, damit sie legal begangen werden können. Und wenn die Wacht manche Wege absperrt durch solche Holzgeländer, dann wird da auch einfach drüber geklettert oder drunter durchgekrochen. Ja, es wird nicht wirklich akzeptiert, dass es im Nationalpark auch Wege gibt, die zum Schutz der Natur und der bedrohten Arten besser nicht begangen werden sollten. Und ein weiteres Problem ist auch, dass diese Absperrgeländer nicht überall möglich sind. Wir sind ja ein Felsennationalpark, haben dadurch öfter auch felsigen Untergrund und es ist natürlich sehr schwierig, da einen Holzbalken in die Erde zu rammen, weil ja die Erde nicht da ist. Es ist halt ein felsiger Untergrund, man müsste das quasi aufbohren und das widerspricht dem Ansatz Natur, Natur sein lassen. Weiterhin kommt dazu, dass in der Kernzone eigentlich keine baulichen Veränderungen durchgeführt werden dürfen und man auch als Nationalparkverwaltung dann dafür verantwortlich ist, diese instand zu setzen und auch sicherzustellen, dass diese noch ganz sind, wenn sich jemand draufsetzen würde und das kaputt geht, sich jemand verletzt, werden wir prinzipiell dafür haftbar. Weitere Herausforderung, die wir festgestellt haben, ist das Mappen mit Luftbildern. Man kann ja nicht einfach nur vor Ort sein und mappen, sondern ja auch vom Luftbild aus Forststraßen, Rückegassen und Schneisen sehen und die kann man auch leicht mit Wegen, vermeintlichen Wegen verwechseln, auch wenn diese dann am Ein- und Ausgang deutlich versperrt sind, könnte man diese immer noch als Weg sehen und dann einzeichnen. Ja, deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir festgestellt haben, Nationalparkregeln und On-the-Ground-Regeln sind sehr schwer kompatibel bzw. nicht kompatibel und wir auch ja, schwer sagen können, wie man eine Lösung finden kann, die für beide Seiten in Ordnung wäre. Wir hätten da Vorschläge, man könnte vielleicht ein neues Tag einführen, sowas wie Protected Highway oder ja, was auch immer, Track oder so, für stillgelegte Wege in Schutzgebieten, die nicht dauerhaft physisch verschlossen werden können, bzw. die halt durch Vandalismus immer wieder ja, aufgemacht werden, um quasi darzustellen, dass das ein Weg ist, der der Natur zurückgegeben werden soll, aber der halt noch nicht in dem Zustand ist, dass er schon vollständig renaturiert ist. Eine Idee wäre vielleicht so eine Art Briefing vor dem Mappen, dass man wie eine kleine Schulung verpflichtend macht, dass man sich wirklich informieren muss über die verschiedenen Tags und über die verschiedenen Möglichkeiten. Aber wir sind da sehr offen für weitere Diskussionen und Vorschläge und würden uns freuen, wenn wir da einen Austausch treten könnten. An diesem Punkt möchte ich mich gerne erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken und auch vor allem danke an die Organisatoren, dass wir hier mit unserem Praxisbericht in der Foskes-Konferenz sprechen durften. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Nochmal einen neuen Einblick reingebracht, Naturschutz und diesmal in Zusammenhang mit den Nationalparken und OpenStreetMap. Eine Reihe von Problemen sind da aufgeploppt, unter anderem auch die Akzeptanz von vielleicht noch etwas jüngeren Nationalparken mit der Bevölkerung, mit den Touristen. Es gibt einige Fragen. Und zwar, die erste war erstmal eine Anmerkung, die kam als erstes. Vielleicht sollte man mal, wie schon beim Vortrag davor, einen Stammtisch-Arbeitsgruppe für das Thema etablieren. Es gab ja am OSM-Sonntag schon großen Diskussionsbedarf. Da waren Sie ja auch schon dabei, glaube ich. Wie schätzen Sie das ein? Ein bisschen was haben Sie ja schon gesagt. Ja. ja, ich würde mal einfach sagen, ja, sehr gerne können wir da so eine Diskussionsrunde organisieren.
müssen mal schauen, wie wir es am besten machen. Es ist ja ein überregionales Thema, dass wir da alle an einen Tisch kriegen. Sehr gern. Die sind ja nicht der einzige Nationalpark oder die einzigen Nationalparke, die diese Probleme haben. Gibt es da auch Austausch mit den anderen Nationalparken? Ja, also wir sind regelmäßig im Austausch mit verschiedenen anderen Nationalparks und inzwischen auch anderen Arten von Schutzgebieten. Zum Beispiel haben wir gute Kontakte in den Nationalpark Schwarzwald oder Hunsrück Hochwald, die da auch schon aktiv waren. Und es kommen auch immer mehr, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Aber häufig haben die Kollegen auch nicht so viel Zeit, sich intensiv mit OSM auseinanderzusetzen. Verstehe. Es wäre natürlich dann sinnvoll, dass man sowas Überregionales macht, ne? Das dann genau. So deutschlandweit existiert. Bei der Frau Zink im Sächsischen Nationalpark, da ist ja die Dresdner OSM-Community in der Nähe, die sind erfahrungsgemäß immer sehr aktiv. Wie ist das denn da in und um den Bayerischen Nationalpark? Also ich war jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht auf so einem Stammtisch. Ich hatte auch noch nicht diese harten Konflikte, wie sie die Anne hatte. Bei mir lief das eher so ein bisschen, ja, ging eigentlich recht ruhig vonstatten. Aber die Grundproblematik, die eben geschildert wurde, ist trotzdem irgendwo da. Nur diese Konflikte mit der Community habe ich bisher nicht so erfahren. Okay, noch ein Hinweis. Auf Hiddensee gibt es folgendes Schild bei nicht zu benutzenden Wegen. Achtung, Kreuzottern. Wie wäre es ähnlich mit einem Schild? Achtung, Luchse. Könnte man überlegen, könnte man aber auch denken, dass es vielleicht einen gegenteiligen Effekt hat und die Leute denken, ach toll, das sind Luchse, da will ich jetzt unbedingt hin. Genau, an Seltmann die Frage, hast du Leute, die sich Edit Wars mit dir geliefert haben oder unsachlich wurden in irgendeiner Form? Ja. Das hast du ja, glaube ich, schon ein bisschen beschrieben. Mehrere auch mehrfach unsachlich, ja. Genau, und jetzt hier nochmal so was Ähnliches, was schon vorgeschlagen wurde. Wäre ein anderer Lifecycle-Tag besser, um das Problem zu kommunizieren? Illegale Benutzung findet ja statt. Genau, das hatten wir im Vortrag schon überlegt. Sowas wie Protected Highway ist vielleicht dann ja vielleicht einleuchtender als das Disused, weil man das, ja, man muss es halt schon das Wiki lesen, um zu wissen, dass es halt ein stillgelegter Weg ist und nicht unbedingt ein Weg, der halt nicht mehr genutzt wird. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da was Einfaches gibt oder halt wie so eine Art Schulung vor dem Mappen oder so eine Begrüßungs-E-Mail. Da haben wir am Sonntag schon drüber gesprochen. In der Schweiz bekommt jeder neue Mapper eine E-Mail mit Links, wo er sich weiter informieren kann. Vielleicht könnte man das in Deutschland auch machen und dass da halt ein Teil davon auch ist, dass diese Lebenszyklus-Tags behandelt werden. Weil vielleicht weiß man es, wissen es viele einfach nicht. Das wäre ja dann aber auch wieder ein Thema für so einen überregionalen großen Stammtisch, ne? Dass man das zusammen mit der Community entwickelt. Also noch ein langer Weg. Genau, auf jeden Fall länger als eine Projektstelle. Langer Weg, also man braucht ein bisschen Geduld. Ich habe in einem Projekt an mehreren Befragungen in Nationalparken teilgenommen und da kam unter anderem auch heraus, dass je älter die Nationalparke sind, desto etablierter sind die. Der Schweizerische Nationalpark wurde 1914 gegründet. Der ist akzeptiert, die Leute kommen auf die Welt und der Nationalpark ist einfach schon da. Das muss man auch so sehen. Ja, vielen Dank für diese interessanten Einblicke.